Meine Königin, ich wurde von Kilussa kontaktiert, einer Brutmutter. Sie hat von deinen Erfolgen gehört und möchte mit ihrer Brut wieder zum Schwarm zurückkehren. Sie sind nicht viele, aber sie haben mächtige Leviathane. Kilussa, hör mir zu. Der Planet Mr. 4 dient der Liga als Militärproduktionszentrum. Zerstöre ihn mit deiner Brut. Dadurch wirst du dir deine Rückkehr zum Schwarm verdienen. Wie du gebietest, meine Königin. Meine Königin, deine Verwandlung hat deine Fähigkeiten verändert. Wenn du wünschst, kannst du dir die Änderungen in deiner Kammer ansehen. Genau das wünsche ich. Und während unten mein Name eingeblendet wird, weil ich mir nicht selber merken kann, begrüße ich euch zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm Folge 14. Beziehungsweise Mission 14, wie auch immer 14. Infiltrationsgrube, wir gehen erstmal zu Kerrigan. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Yeah. Eine weitere Fähigkeitsstufe ist jetzt in dir erwacht. Das ist ja total duft. Und welche? Drei? Cool, dann kann ich mich jetzt gar nicht mehr entscheiden oder was. Oder kann ich zwei nehmen? Nee. Oh, traumhaft. Gut, dann schauen wir doch mal. Wir können... Ja, okay, das bleibt. Was haben wir hier? Das bleibt auch. So. Extraktoren bauen Vespingas automatisch... Und ohne Drohnen ab. Das ist gar nicht mal so schlecht. Sag ich mal. Ich glaube, das toppt sogar noch die Overlord-Geschichte. Würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall gut. Heilen. Ja, heilen ist jetzt nicht. Nee, da finde ich das wilde Mutation schon besser. Was haben wir hier? Drohnen werden ohne zusätzliche Kosten in Zweiergruppen erschaffen und benötigen weniger Versorgung. Okay. Dann haben wir Einheit und Strukturen erhalt eine erhöhte Lebensgeneration und erhöhte Angriffsgeschwindigkeit auf Creature. Wäre natürlich cool, wenn ich Zerg richtig spielen könnte. Aber ich verpasse immer den Creature zu bauen, den Creep zu bauen. Von daher, die Abbaueffizienz von Vespingas wird um 25% erhöht. Also quasi die beiden Kombinationen sind natürlich sehr nice, aber ich nehme die Drohnen. Oder ja doch die? Ne, ich nehme die. So, gehen wir mal in die Evolutionsgrube rein, was es hier Schönes gibt. Es gibt eine neue Evolutionsmission, die machen wir aber erst, machen wir die jetzt schon? Oh, das sieht sogar beleuchtet aus hier. Die haben wir ja schon. Die haben wir ja auch schon. Ach komm, wir machen einfach die Evolutionsmission. Hydralisken-Gattung. Was soll's, dann wird das heute mal eine etwas kleinere Folge von Let's Play StarCraft 2. Dann wird's die fünfte Evolutionsmission. So ganz spontan. So läuft das hier bei uns. Hydralisken opfern Zähigkeit zugunsten starker Distanzangriffe. Schützen Sie sie mit Schaben oder Zerglingen. Ja, Multiplayer kennt man das ja schon. Ich habe zumindest früher, als noch nicht jeder... Trottel sich irgendwelche Replays und Co. angeguckt habe, wo man wirklich nur einfach nur noch gespielt hat, weil es Spiel Spaß macht und nicht, weil man unbedingt im Battle.net gewinnen wollte. Da habe ich sehr gerne Hydras und Schaben, beziehungsweise Hydras und Linge gespielt. Wobei Linge eher weniger, eher Schaben. Einfach nur, weil das einfach cool ist. Und ja, das fehlt mir hier auch so ein ganz klein bisschen in diesem Spiel, muss ich sagen. Es ist zwar ein sehr, sehr cool designt, es ist nicht so 0815, so wie früher. Aber so wie früher würde mir auch Spaß machen. Einfach nur so stumpf bauen. Planet Marik 5, Schwarmcluster unter Beschuss. Stumpf bauen und dann einfach stumpf Massen und stumpf reinrennen. Das macht bestimmt Spaß. Was haben wir hier? Die Prometheus-Kompanie. Die Verseuchungsspezialisten der Liga. Wir müssen schnell handeln. Verseuchungsspezialisten. Essenz nahe. Schöpfung von Overmind. Fehlerkolonie. Langsamer Angriff. Unglaublicher Schaden. Essenz einsammeln. Hydralisken anpassen. Liga bezwingen. Okay. Machen wir doch glatt. Kann ich auch was machen?
Okay, müssen wir die angreifen. Bisschen ausweichen lassen. Und bam. Untersuche. Sequenz unvollständig. Muss übrige Pfählerkolonien vernichten. Ja, kriege ich irgendwie 2-3 Spiritualisten mal mehr, damit schneller geht? Ist das ein Nein? Zack, zack, zack. Man sieht auch schön unterm Kriecher. Wie die, wie diese Arme da quasi durch. Rennen. Das sieht voll geil aus. Stopp. Sehr gut. Sequenz erhalten. Verwebe Pfähleressenz in Hydralisken-Metamorphose. Okay. Hydralisken können nun zu Pfählern morphen. Aha. So eine Morph-Geschichten mag ich persönlich eigentlich gar nicht. Aber nun gut. Morphen sie Fehler. Fehler kann eingegraben angreifen. Greift einzelnes Ziel an. Zerfetzt Panzerung. Bewegt euch auf die Anhöhe und greift ihre Barrikade von oben an. Hat ein bisschen was von den Lurkern, auf jeden Fall. Da ist gerade was aus dem Boden gekommen! Okay, böse ist das schon. Oh, verflucht! Barrikade der Liga zerstört. Dieser Raketenturm kann unsere Fehler entdecken, selbst wenn sie eingegraben sind. Schaltet ihn zuerst aus. Beißt euch zusammen! So, sehr schön. Der Overlord hat schön abgelenkt. Erstmal auf die Bunker drauf. Der macht aber gut Schaden, ne? Kann man schon nicht meckern. Kann man schon echt nichts gegen sagen. Pum, pum. Aber das ist schon böse. Das ist schon nice. Dass ich nicht. Nur ganz leicht. Ganz langsam. Oh, einen hat's erwischt. So. Terranische Truppen eliminiert. Alternative Hydralisken-Metamorphose möglich. Verbleibende Schleicherbauten entdeckt. Verbleibende Schleicherbauten entdeckt. Also die Fehler sind schon nice. Einst Brutkolonie für Dagots Brut. Jetzt verwildert. Verwilderte Schleicher. Überlebende von schwarminternem Konflikt. Ich kann sie kontrollieren. Aber ich kann nicht mehr von ihnen erschaffen. Schlüsselsequenz für Transformation fehlt. Benötigt Schleicherbau. Nahen Bau sichern. Essenz unter Kontrolle von Schwarm bringen. Sind jetzt immer noch Fehler oder was? Da ist wieder Lurker. Okay. Der Schleicherbau ist nicht weit entfernt. Macht euch auf den Weg. Ja, meine Königin. Wir machen uns auf den Weg, meine Königin. Die verwilderten Zerg haben uns gespürt. Vergrabt euch, schnell!
Schleicher. Greift eingegraben viele Feinde an. Effektiv ah, das sind die Lurker. Einheiten. Mehr verwilderte Zerg. Grabt euch sofort ein und greift sie an. ist schon nett. Ziel erreicht. Brutmutter Kilissa auf dem Weg, um Essenz zu extrahieren. Overlords unterwegs. Also auf jeden Fall gut, um seine Base zu verteidigen. Halt! Ich spüre, dass die verwilderten Zerg in Bewegung sind. Sie greifen von Süden aus an. Verteidigt den Schleicherbau! Eine weitere Welle. Haltet sie vom Schleicherbau fern. Das ist die engste Passage hier. Sehr gut. Wie nur zwei Angriffe? Ist ja langweilig. Verbindete Zerg bezwungen. Brutmutter bereit zur Essenzentnahme. Muss Sequenzen für Hydralisken-Metamorphose vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Okay. Also ich muss sagen, ja. Morph-Sequenz von Hydralisken bereit für Integration. Erwarte nee. Entscheidung. Das war jetzt die Schleichergeschichte, ne? Das waren die. Die waren schon ein bisschen böser, muss ich sagen. Die finde ich auch ein bisschen besser zum Verteidigen, wenn wirklich schwere Einheiten kommen. Nehmen wir lieber die. Abgeschlossen. Ja, die gehen aber schon gut ab. Ich finde die Hydralisken einfach nur geil. Ich fand die schon im StarCraft 1 fand ich schon richtig geil. Haben richtig Spaß gemacht, die zu spielen. Wenn ihr mal Bock auf StarCraft 1 habt, dann schreibt in die Kommentare. Dann spielen wir das eventuell auch nochmal an. So, das war die Evolutionsmission. Das war's schon hier. Hier gibt's nichts mehr zu sehen. Nichts mehr zu hören. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war wieder eine kurze Evolutionsfolge von StarCraft 2. Muss ja nicht immer eine halbe Stunde gehen. Eine Viertelstunde reicht ja auch schon. Denn, ja, sage ich einfach mal, tschüss, bis dann, bis zur nächsten Folge, ciao.